Hallo Freunde, heute erstellen wir gemeinsam eine Schneeflocke. Dazu nehme ich meinen Stift, mache einen Strich und erhöhe jetzt die Dicke der Kontur. Zum Beispiel auf 2,26. Und jetzt mache ich hier noch die Seiten. Dazu schalte ich die Einrastenfunktion aus. Mache das jetzt nur auf einer Seite, damit es hinterher perfekt symmetrisch wird. Ich kann zum Beispiel hier noch sowas hinzufügen. Und hier. Jetzt muss ich hier die Dicke auch wieder anpassen. Auf 2,265 mm. Und kann hier zum Beispiel die Enden abrunden. Ich zoome jetzt noch einmal herein, um das alles nochmal genauer zu bearbeiten. Jetzt kopiere ich das Ganze mit STRG G. Dupliziere das Ganze. Drehe es. Jetzt schalte ich die Einrastfunktion wieder ein. Jetzt kopiere ich das hier. Jetzt dupliziere ich es wieder. Und stelle es dann auf den Kopf. Gruppiere die beiden Sachen miteinander. Und jetzt ist der Mittelpunkt hier auch perfekt in der Mitte. Jetzt dupliziere ich es. Halte Steuerung gedrückt und kann die Schneeflocke in 15 Grad Winkeln drehen. Und jetzt gruppiere ich die Schneeflocke noch. Und wenn ich jetzt bei der Schneeflocke die Farbe verändern möchte, klicke ich auf Farbe der Kontur. Ich kann hier eine Farbe anpassen. Ich klicke jetzt mal hier auf FFFF. So wird die Schneeflocke nämlich weiß. Ich stelle hier einen Rahmen und schiebe diesen nach unten, damit man die Schneeflocke erkennen kann. Ihr habt bei der Schneeflocke natürlich noch einiges an Gestaltungsspielraum. Das war jetzt nur ein Beispiel hier. Ich
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wer noch mehr über Inkscape lernen will, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung.